So, Leute, willkommen zurück zu Digimon World. Oh yeah, seht's gerade, die Aufnahme startet perfekt. Okay, ich will einmal noch aufs Töpfchen gehen mit Saiyajin. Und wir werden gleich ein bisschen Angelspaß erleben. Ich habe jetzt einiges offscreen erledigt. Ich habe ein bisschen, also ihr seht gerade, ich war im Trainingsstadium. Ich habe einmal getrainiert, um eine Stunde vergehen zu lassen, damit wir nicht mehr so lange warten müssen. Weil wir müssen gegen Abend zu dem See kommen. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, dass ich das jetzt einfach noch vorher mache. Bestens. Ich habe ganz viele Items gefarmt, die seht ihr jetzt hier gerade nicht. Ich zeige euch das mal kurz hier im Inventar. Wir haben jetzt, da unten seht ihr da bei Spezialgirl, das ist, wir haben noch die bessere Angel jetzt, damit wir, ja, besser angeln können. Ich habe mir alle Tausch-Items der Mojamon gekauft, die ich kaufen kann. Und noch ein ganz spezielles Gammelfleisch. Gammelfleisch sorgt einfach nur dafür, dass man krank wird. Wie in echt. Aber dazu erst später mehr. Wir wollen jetzt mal angeln gehen. Das wird sehr entspannt, Leute. Wird sehr entspannt. Es wird ein ruhiger Part. Erstmal die Angel rauswerfen. Das Krasse ist, da wo man angeln kann, vergeht die Zeit nicht. Das heißt, wir haben rein theoretisch unendlich Zeit. Da könnte Jim also auch nicht sterben. Was gut ist, denn ich habe da noch einiges vor. Ich muss gerade gucken. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg hier ist. Ich meine aber schon. Gammelhype, jawohl, Gammelhype. So, wir müssen noch kurz warten, ein paar Sekündchen, beziehungsweise in-game sind es ein paar Minuten. Nein! Bekämpf mich nicht. Wir haben alles, was wir brauchen für Seedrama. So, ich warte jetzt hier kurz, bis die Zeit verrinnt. Erneut, willst du Stress, Junge? Du willst keinen Stress. Glaub mir, du willst keinen Stress. Die wollen offensichtlich kämpfen, aber ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht, dass die kämpfen wollen, wenn sie wüssten, was ihnen dann blüht. Wahrscheinlich ein One-Hit-Blitzableiter. So, jetzt müsste... Ja, geht weg, bitte. Wow, Hilfe. Widerstandsfähig, die wollen aber unbedingt. Die wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Nicht für uns, nicht für uns. So, gucken wir dann mal. Bist du da? Wir angeln mal mit einem Stück... Nein, nicht mit einem Filet. Mit einem Filet doch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon, ob die Uhrzeit schon stimmt. Ich kann es gerade nicht erspähen. Ihr seht diese Schatten da am Boden. Ist das da hinten? Ich glaube, das da hinten ist es. Oh Gott, das wird aber... Na, wir gucken, ob wir es schaffen. Na komm. Da dieser Schatten ganz links. Ich glaube, das ist Seedramon. Wobei Seedramon hat eine fixe Route. Ich glaube, das ist es doch nicht. Ja, wie gesagt, wir angeln Seedramon. Ich glaube, ich bin noch zu früh. Kann das sein? Ich sehe es gerade. Ich glaube, das hat eine feste Route, die es nachgeht. Ich versuche fangen, das versuche doch zu ihnen trotzdem mal zu fangen. Nee, ich glaube, wir sind zu früh. Ich glaube, wir sind zu früh. Weiß das jemand? Sind wir zu früh? Nee, das ist es nicht, ja. Okay, es ist gerade irgendwie nicht da. Das heißt, wir müssen noch eine Stunde länger warten. Kann das sein? Maybe. Kenner, lass mich nicht im Stich. Ich kann die Uhr da halt gerade echt nicht lesen, ehrlich gesagt, die da oben steht. Achso, oh. Ich wollte ihr eigentlich füttern gerade. Wie hat das gerade schon aus? Er wollte das von dem Angelhaken ziehen. Okay, das ist zu früh, Leute. Wir kommen gleich nochmal wieder. Es ist 16 Uhr irgendwas und es kommt um 17 Uhr irgendwas. Okay. Nein. Alter, diese fiesen... Blödmon. Ihr Doofen. So hat Ogromon uns mal bezeichnet, wenn ihr euch dann noch dran erinnert. Da haben wir uns schon hart verletzt gefühlt, aber... Der kann uns nicht so einfach verletzen. Wird wahrscheinlich der spannendste Part überhaupt, Leute. Ja, wir werden angeln in diesem Part. Ganz richtig. Nein, oh Gott, die sind so aggro. Bleib doch mal chillig. Schnell, schnell, bevor das Vieh kommt. Jetzt. Sehr gut. So, jetzt müsste es da sein. Und Seedramon zieht, wie gesagt, hat immer denselben, der zieht so eine Runde, immer denselben Weg, den er geht. Nein, ich habe was gesehen, da war was ganz Großes. Oder auch nicht.
Da war doch gerade was Riesengroßes. Hä? Da. Ich will es nur einmal kurz im Blickwinkel haben, damit ich sehen kann, wo ich werfen muss. Ihr könnt jetzt hier irgendwelche spannende Musik einfügen, Leute. Action geladen, da wird das nicht mehr. Da ist es. Ja, perfekt. Nein, 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 nein. Hör auf. Hörst du auf? Ich muss jetzt quasi ziehen, damit es zu mir kommt. Aber ich darf nicht so stark ziehen, weil sonst reißt die Angelschnur. Oh, wenn es da im roten Bereich ist. Wow, ich habe noch nie so schnell Seedramon gefangen, muss ich gerade mal ernsthaft sagen. Das hat bei mir mal ewig gedauert. Umso besser. Also noch haben wir es nicht, ne? Noch muss es erstmal an Land gezogen werden. Ich glaube, irgendwann wird es müde. Keine Ahnung, ob das auch nur so ein Urban Legend ist, aber es kam mir immer so vor. Ich warte einfach mal. Zelda-Kampfmusik fehlt. Richtig, oh, das war jetzt richtig episch. Die geht ja ungefähr so. Komm zu mir. Komm zu Papa. Ah, okay, okay, ich hör auf. Also kräftig ziehen und wieder lassen. Ich glaube, wir können jetzt immer wieder ein bisschen mehr ziehen. Verdammt, hat der noch Widerstandskraft. Man könnte meinen, es wäre eine riesige Seeschlange. Maybe. Ah, oh, fast gerissen. Gibt es da irgendeinen Trick eigentlich? Falls ja. Ich kenne ihn nicht. Versuchen wir dann zu ziehen, wenn er gerade nicht in die entgegengesetzte Richtung... Oh, meine Güte, komm schon. Dass ihm das nicht so blöd ist, dass er die Angelschnur nicht einfach zerbeißen kann, ne? So als riesiges Seedramon. Es kommt einfach nicht näher, guckt euch das mal an. Ich ziehe wie bekloppt. Kommt schon. Ich brauche Genki-Dama, Leute. Ich brauche eine Genki-Dama. Alter, es hat keinen Effekt, was ich mache. Jetzt zieh doch mal, verdammt noch mal. Es kommt nicht. Ich brauche Tipps, Leute. Ey, es bewegt sich kein Millimeter. Ganz ernst. Ja, oh Gott, das kam ganz kurz mal zu mir. Ganz kurz. Ja, 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 ja. Komm zu mir. Komm zu Papa. Nicht wieder in die andere Richtung schwimmen, mein Freund. Ja, 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 ja. Nein, nein, stopp. Holy moly, das war knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Danke für die Genki-Dama, Leute, das hilft. Hör auf, dich zu wehren. Ja, ja, ah. Wir haben's. Sehr schön. Mit so einem riesigen Teil haben wir uns gerade tatsächlich an der Angel rumgeschlagen und gewonnen. Was zum, oh nein, der Hüter des Sees. Tja, ich bin Seedramon. Es klingt gerade so, tja, gelitten. Du bist also der eifrige Angler. Nun denn, hast du eine Bitte? Wie? Ich begreife, warum man dich Hüter nennt. Ja, ich habe eine Bitte. Ich möchte dein Freund sein. Ich glaube, es war das. Ist gut, gerne. Wir sind jetzt Freunde. Hier ist meine Flöte als Beweis. Yay, blaue Flöte, für bitte das Sees erhalten. Wenn du mal im See auf der Flöte spielst, komme ich und trage dich ans andere Ufer. Dann soll ich also rüber? Toll, danke dir. Hinter dem See liegt ein seltsamer Wald. Möchtest du gleich dorthin? Ja, gerne. Spring auf meinen Rücken. Die anderen Sachen zu wählen, ergibt einfach keinen Sinn, weil hier kriegt ihr halt ein neues Gebiet und damit auch neue Digimon, die ihr rekrutieren könnt. Sieht damals Bauch ist geglitscht. Nee, der ist nicht geglitscht. Das ist nur einfach, weil Polygon-Grafik der PlayStation. PlayStation 1. So. Ey, das Tentomon! Man kann also immer gegen Tentomon kämpfen. Das vergesse ich irgendwie andauernd. Und Dokunemon ist auch am Start. So, liebe Leute, darf ich vorstellen, das ist Käferland. Hier gibt es zwei Digimon, glaube ich, zu rekrutieren, die das Training besser machen. Das heißt, mir war es auch ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall vorher kriegen. Und bei dem Käferturnier, was hier teilnimmt, ja, hier gibt es auch ein Käferturnier, kann man das Digitationsseite für Herkules Kabuterimon gewinnen. So, Sascha, ich halte Turnier an, mir fehlt eine Beschäftigung.
Tut mir leid, Tentomon. Heute ist kein Turnier. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Da ist einfach nur die Turnieransage. Okay. Oh, gut, dass wir das geschafft haben. Ich dachte echt, das würde ewig dauern. Hallo Kuwagamon, du bist super episch. Wir werden hart trainieren, aber Pausen müssen sein. Eine Stunde ausruhen. Ich will dich eigentlich einfach nur in der Stadt haben, mein Freund. Warst du nicht der Turniere für Insekten-Digimon? In diesem Zustand kommst du nicht weiter. Ich bringe dir etwas Nützliches bei. Weißt du, wo Kunemon schlafen? Im Heimatwald. Dort schlafen ihre Kinder. Beim Aufwachen werden sie meist zu Kunemon. Ah, stimmt, genau. Das ist so ein Trick, wenn man Kunemon machen möchte. Wenn man in Kunemons Bett schläft, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Oder ich glaube sogar 100%, dass es zu Kunemon wird oder so. Aber nicht immer. Das ist Glückssache. Okay, nicht immer. Das hat er gerade nochmal gesagt. Ich dachte schon, er wollte ernsthaft sagen, dass bei Kunemons Bett Kunemon ist. Thanks for the advice. Das ist wieder krasses Training. Ich möchte Kabuterimon besiegen. Aber wie? Du musst kräftiger werden. Es gibt da eine ganz sichere Methode. Üb weiter. Na gut, ich werde trainieren. Nee. Toll, dann trainiere ich dich. Komm einfach in die Stadt. Du bist aber nett. Ich ziehe in die Stadt. Das ging einfach. Der Dialog. Mal wieder. Kuwagamon zieht in die Stadt. Aber es fehlt noch was. Wo ist Kabuterimon? Das ist strange. Hilfe, wo ist Kabuterimon? Also der lässt mich ja hier nicht rein. Sag nicht, ich kann da nur rein, wenn ein Turnier ist. Oh nö, komm, was? Hab ich irgendeinen Raum übersehen? Ich bin hart verwirrt. Oh Leute, wo ist Kabuterimon? Ich verstehe es gerade echt nicht, ehrlich gesagt. Ich gucke mal, ob da noch irgendwo ein anderes Gebäude ist oder so. Ja, gut, da wird es auch gerade mal gesagt. Ein anderes Baumhaus gegenüber. Speichern und schlafen. So, Jim ist jetzt 19. Sid hat predicted, dass es mit 19 sterben wird. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, Leute. Bist du wirklich 19 jetzt? Ja. Wow, die krasse Musik hier. Es ist 19. Ah, hier ist noch eins. Okay, gut. Ich dachte schon. Ich dachte, es gäbe nur zwei. Kurz so in meinem Gedächtnis gerufen. Aber nein, es waren mehrere. Hi. Das Turnier Insektenkrieger findet jedes Jahr hier statt. Und zwar an Tagen mit Zweien. Der Sieger erhält was Geiles. Es können aber nur Insekten-Digimon teilnehmen. Es sind ja nicht so viele. Da wären Kabuterimon, Kuwagamon, Kunemon und ein weiteres Insekten-Digimon. Herkules Kabuterimon. Herkules Kabuterimon ist extrem kräftig. Der Sieger kann zu Herkules Kabuterimon werden. Warum sollte Herkules Kabuterimon dann teilnehmen? Zu viel Kabuterimon gesagt. Nur kurz öfter am Turnier für Insektenkrieger teilnehmen. Doch, das lohnt ja richtig, wenn kaum einer teilnehmen darf. Ich langweile mich beim Training. Was rätst du mir? Wo trainierst du denn? Ist das ein Trainingslager oder ist das eine Arena? Ich habe das Training satt. Möchte richtig kämpfen. Ah, der will in die Arena. Stimmt. Da will ich hin. Dort werde ich auch trainieren. Ja, wunderbar. Kabuterimon zieht in die Arena. Kabuterimon zieht in die Stadt. Oh, hallo Kabuterimon, wir erforschen Techniken. Die höhere Techniken sind schwer zu erlernen. Mit dem richtigen Talent könntest du die höhere Techniken erlernen. Probierst du es? Okay. Dann versuche ich es mal. Deine Abwehr ist schwach, du solltest mehr trainieren. 400 ist zu schwach für die Technik, wie es scheint. Na gut. Ich zeige euch nochmal kurz das Training hier drin. Und wie gesagt, viel möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ja, es ist wieder mal einfach, schieb irgendwas weg. Wie immer. Oh nein, Leute! RIP! Es ist tatsächlich 19 geworden. Er wurde alt und wir haben alles mit ihm geschafft, was wir schaffen wollten. Ein Applaus für Saiyajin. Der tapfere Krieger. Der sehr alt wurde. Und viel erreicht hat. Viele Digimon für die Stadt rekrutiert. Er hat alles gegeben, um stets alles geben zu können. Das war ein interessanter Satz. Saiyajin hat sich aufgelöst. Vor dem Ende hat er in Digitama geboren, das seine Fähigkeiten geerbt hat. Welches Ei möchtest du? Ich hätte gern Punimon, ehrlich gesagt. Weiß jemand, aus welchem Ei Punimon kommt? Weil ich möchte Tsunomon und dann Elikmon oder Kunemon. Weil ich möchte Bakemon. Als nächstes Digimon habe ich mich für entschieden.
War es das blaue Ei? Ich glaube, es war das blaue Ei, but I'm not sure. Also das hier ist Juramon, das ist Poyumon, das ist bestimmt Koromon, das hier müsste Punimon sein. Irgendjemand? Weiß das wer? Ich bin mir fast sicher, dass Pink Jurimon ist, ehrlich gesagt. Ja, wollte doch schon sagen. Blau. Blau müsste korrekt sein. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Da muss ich mir ein anderes Virus-Digimon machen. Aber ich hoffe, es wird. Das, was ich hoffe, dass es wird. Ja, Punimon! Gott, Leute, alles wieder von vorne. Das ist immer so deprimierend. Du kannst den Gym-Namen gerne ändern. Ich möchte einen neuen Namen. Natürlich möchte ich das. Und zwar Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin. So. Oder wisst ihr was? Damit mir wieder niemand irgendwas ins Wort legen, in den Mund legen kann, mache ich so. Su. S. Jim. So. Super Saiyajin. Unser letztes Digimon ist Super Saiyajin. Okay, ja, das ist großartig. Ja, das ist gut so. Eine neue Legende ist geboren. Und sie ist klein und hilflos und schnuckelig. So, was wir jetzt noch machen werden, ein bisschen Zeit in diesem Part habe ich noch. Es gibt eine Sache, die ich leider Gottes tun muss, auch wenn mir das eigentlich zuwider ist. Wir gehen... Ah, ich kann auch direkt ins Käferland jetzt. Wir gehen zum Frostland. Guck mal, ich habe mittlerweile so richtig viel Kohle eingebüßt für die ganzen Aktionen da. Boing, boing, boing. Nein! Alter, Mann, das ist unfair, wenn man nicht sehen kann. Hass, ganz viel Hass dafür. Rip me. Komm schon, Spiel. That's not fair. Wow, er hat ihn aufgehalten. Er hat ihn aufgehalten, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Mit seiner Seifenblasenattacke. Boah, Glück gehabt. Das ging ja gerade noch mal gut. Es war einfach zu schnell für Eis-Devimon. Hast du echt gut gemacht, Kleiner. Ist halt ein Super Saiyajin, ne? Seifenblase und ihn einfach weggereckt. So, was ich jetzt tun werde. Ich muss nur mal ganz kurz fragen, ob der Ort, an dem ich mich hier befinde, richtig ist. Für das, was ich machen möchte. Kann ich jetzt hier einfach... Oh, ich habe die blaue Flöte noch gar nicht abgegeben. Ups. Kann ich jetzt hier einfach... Ah, ich hab's gar nicht dabei, sehe ich gerade. Ich trottel. Ja, so viel dazu. Du lehnst das ab. Du lehnst mich, Spitzkopf. Hier. So. Plopp. So, dann holen wir jetzt nämlich ein nächstes Digimon in die Stadt. Doch wie gesagt, dafür brauche ich noch etwas. Ich habe es leider vergessen abzuholen. Denn nur, also man könnte es auch so machen, ne? Also man braucht es nicht unbedingt, aber es geht schneller so. So. Ich hätte gern ein bisschen... Wo ist denn? Gammelfleisch. So. Ein bisschen Jammelfleisch schadet nie. Bäh. Bum, 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 bum. So, und jetzt werden wir instant nach links gehen, nachdem wir gelandet sind. Mann. Das ist echt so, das finde ich, das ist eigentlich das Schlimmste an dem Game, dass man das einfach das Bild schneller lädt als das, was man braucht. So. Kann ich das nicht auch hier machen? Irgendwo in Frostland wurde mir gesagt, das sei egal wo. So. Okay, Leute, jetzt seht ihr das Schlimmste, was ein Trainer machen kann.
hab ihm Gammelfleisch gegeben und jetzt ist er Super Saiyajin krank. Erinnert euch an die Folge, an dem Son Goku krank war? Er wird gleich nur noch krasser. Aber das muss leider sein. Weil sonst kriegen wir einen Digimon nicht. Wie? Was? Und es fällt zu Boden. Wo sind wir, träumig? Ja. Wow, wer bist du? Du bist Super Saiyajin? Wo ist Super Saiyajin? Da. Ganz ruhig. Ich heiße Frigimon und wohne hier. Ich bin ein Eis-Digimon. Du hast ohnmächtig im Schnee gelegen. Ich habe dich reingeholt und gepflegt. Oh, Super Saiyajin, da dir nichts fehlt. Hörst du mir überhaupt zu? Wenn ich dich nicht gefunden hätte, wärst du erfroren. Entschuldige, hab tausend Dank. Hey, Super Saiyajin, ich habe mir den Kopf gestoßen, als du umgefallen bist. Wie auch immer das passiert. Pulimon vertragen keine Kälte. Du bist so unvorsichtig. Es ist alles deine Schuld. Ich weiß auch, aber ich muss es tun. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid, Super Saiyajin. Danke, Frigimon. Darf ich dich noch um eines bitten? Und was machst du, wenn das Pulimon nochmal umfällt? Mach dich auf den Heimweg. Ah, jetzt habe ich's. Ich lasse Super Saiyajin zu einem anderen Digimon digitieren. Genau, und jetzt müssen wir quasi wiederkommen, sobald wir digitieren. Sobald wir ein anderes Digimon haben und dann kommt Frigimon in die Stadt. So, jetzt erstmal verdufte ich mich wieder von hier. Hi. Nom, nom, nom. Ist zwar kurz unglücklich davon durchgeworden, aber alles für einen guten Zweck. Nämlich unsere Stadt vollständiger zu bekommen. Ich werde mal ganz kurz schauen, wie es hier gerade so aussieht. Ja, ja. Die Stadt gedeiht hier. Wohlstandsbereich 82. Wow, jetzt erzählt er gar nichts mehr von dem anderen Vieh. Wahrscheinlich, weil wir es wissen, Fragezeichen. Neue Ausbildung, die wir können nicht auf... Ich will nur speichern, das ist okay. So, Leute. Was wir tun werden jetzt. Wir werden offscreen trainieren, bis wir ein neues, krasses Digimon haben. Ein Bakemon. Und dann machen wir den Endsport für Digimon World. Das war's für heute. Bis dahin. Ciao.